Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe vom Podium. Wir haben einen Studiogast hier. Er ist Geschäftsführer der Shelter Now in Germany, Herrn Udo Stolte. Guten Tag, Herr Stolte. Guten Tag. Wie schön, dass Sie gekommen sind und uns etwas über Ihre Arbeit erzählen können. Sie arbeiten ja schon eine ganze Weile jetzt in Afghanistan, aber erst seit 2,5 Jahren ist diese Organisation auch weltweit bekannt geworden. Und warum das so ist, das zeigen wir Ihnen jetzt in einem kleinen Film. Silke Dürkopf, 26 Jahre, Lehrerin. Kati Jelinek, 29 Jahre, Krankenschwester. Margret Stebner, 43 Jahre, arbeitete wie die anderen für die Hilfsorganisation Shelter Now. Auch Georg Taubmann, 45 Jahre, Krankenpfleger, ist seit 7 Wochen in den Händen des radikal-islamischen Taliban-Regimes. Die 4 Deutschen waren zusammen mit 20 anderen Mitarbeitern einer Hilfsorganisation festgenommen worden, weil sie für das Christentum geworben haben sollen. Im radikal-islamisch regierten Afghanistan ein schweres Verbrechen. Ein Vertreter der regierenden Taliban sagte, die Inhaftierten hätten Bücher und andere Unterlagen über das Christentum bei sich gehabt. Welche Strafe ihnen drohe, müsse nun ein Gericht entscheiden. Nun müssen Georg Taubmann und die anderen Gefangenen selbst um ihr Überleben bangen. Die Taliban stellten sie vor Gericht, eine Verhandlung unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Diplomaten aus mehreren Ländern bemühten sich in Kabul um die Freilassung der Gefangenen. Doch seit dem Anschlag auf New York, seitdem die Kriegsgefahr zunimmt, ist das nicht mehr möglich. Das Auswärtige Amt forderte die Diplomaten auf, Afghanistan zu verlassen, die Lage hoffnungslos. Nach mehr als 3 Monaten sind die von den Taliban in Afghanistan festgehaltenen Shelter Now-Mitarbeiter frei. Überraschend wurden die 8 westlichen Helfer, unter ihnen 4 Deutsche, in der vergangenen Nacht aus einem Gefängnis in Ghazni, südwestlich von Kabul, befreit. 3 Monate werden die Mitarbeiter der Hilfsorganisation in dieser Zelle in Kabul festgehalten. Als die Taliban aus der Hauptstadt fliehen, nehmen sie ihre Geiseln mit. Doch auch ihr neuer Unterschlupf wird erobert und die Wärter lassen ihre Gefangenen frei. Endlich frei. Georg Taubmann hat die Geiselhölle von Afghanistan überlebt. Aber so ganz können er und seine 4 Mitarbeiter ihr Glück noch nicht fassen. Die Rettungsaktion war dramatisch und Georg Taubner ist sich wohl bewusst, wie knapp sie dem Tod entkommen sind. Viele haben Waffen, sind auch während des Tages mit vielen Waffen in Ghazni rumgelaufen. Und in dieser gespannten Situation dann noch mit Hubschraubern reinzukommen nachts. Und das war also nicht ungefährlich. Und es ist ein absolutes Wunder, dass nichts passiert ist. Im Januar 2002 entschuldigen sich afghanische Führer bei den befreiten Geiseln und laden Shelter Now ein, die segensreiche humanitäre Hilfe im geschundenen Afghanistan so schnell wie möglich wieder aufzunehmen. Im Frühjahr 2002 kehren die Mitarbeiter von Shelter Now wieder nach Afghanistan zurück. Fast alle ausländischen, aber auch einheimischen Helfer, die im vergangenen Jahr wegen ihrer Mitarbeit im Gefängnis waren, sind wieder dabei. Auch heute versorgt Shelter Now viele tausend Familien in den Flüchtlingslagern mit warmen Mahlzeiten, Wolldecken, Trinkwasser und mit menschlicher Zuwendung im Zeichen christlicher Nächstenliebe. Die meisten dieser Flüchtlinge haben in dem jahrzehntedauernden, grausamen Krieg alles verloren. Ihre Dörfer wurden oft völlig zerstört und so baten sie Shelter um Hilfe beim Wiederaufbau. Daraus entstand das Projekt Hope Villages, Dörfer der Hoffnung. Georg Taubmann fährt nun regelmäßig zu diesen Baustellen der Hoffnung, um die Arbeiten zu koordinieren, um Mut zu machen und um zu garantieren, dass alle finanziellen Mittel auch sinnvoll eingesetzt werden. Mit großem Fleiß bauen die Afghanen unter fachkundiger Anleitung ihre Dörfer wieder auf und schaffen so für sich und ihre Familien ein neues Zuhause. Hope Villages ist aber noch viel mehr. Eigeninitiative, Kreativität, Freude an der gemeinsamen Arbeit und nicht zuletzt Hoffnung. Hoffnung auf eine bessere Zukunft für ein geschundenes Volk. Eben Dörfer der Hoffnung.
an diesen Film kann ich mich noch gut erinnern, an die Ereignisse, die damals waren. Wir saßen auch vorm Fernseher und haben mitgezittert und gehofft, dass sie freikommen. Und als sie dann nachher frei waren, ich weiß noch, ich bin in einem Supermarkt gewesen und habe der Verkäuferin erzählt, die Shelter-Now-Leute sind frei. Und die guckte mich nur an, die wusste gar nicht, wovon ich rede. Aber wie haben Sie diese Zeit erlebt? Ja, ich selbst war ja nicht im Gefängnis. Hm. Ich war zwar in der Anfangszeit auch in Kabul und habe miterlebt, wie die beiden ersten Inhaftierungen vorgenommen worden sind. Wer war das? Das waren die beiden Amerikanerinnen. Die waren gerade für ganz wenige Monate bei uns überhaupt in der Organisation. Sie fingen gerade an, bei uns mitzuarbeiten. Und ich musste dann planmäßig nach Hause. Das ging nicht anders. Ich war damals noch im Schuldienst. Ja. Und dann musste ich natürlich wieder nach den Ferien zur Schule. Ja. 3 Wochen war ich in Kabul. Und dann kam ich zu Hause an und wurde direkt aus dem Flugzeug quasi vor eine Pressekonferenz geschleift, weil man in Deutschland die ganze Zeit unbedingt wissen wollte, was eigentlich wirklich los gewesen ist. Mhm. Und man hatte keinen Zugriff auf irgendeinen, der ihnen was sagen konnte. Ja. Also war gleich die erste Pressekonferenz am Abend. Und so ging das jeden Tag weiter. So ging es von morgens bis abends. Vormittags ging ich dann zur Schule. Wenn ich von der Schule kam, waren dann schon die TV-Leute, die Teams, die Fernsehteams und die anderen Medienvertreter vor unserer Tür im Büro und haben gewartet, dass ich komme und ihnen immer mehr erzähle. Und in der gesamten Zeit habe ich bestimmt so an die 1000 Interviews führen müssen. Ja. Und das war natürlich eine sehr druckvolle Situation, einmal die Zeit zu erleben, unsere Freunde im Gefängnis. Es war immer gefährlicher für sie geworden. Es wurde von Woche zu Woche schlimmer. Die Kontakte mit den Eltern der Gefangenen, der Geiseln zu pflegen. Dann mit den Behörden, mit dem Auswärtigen Amt, mit den Botschaften ständig in Kontakt zu bleiben. Und das war schon eine sehr druckvolle Situation. Ja, das erinnere ich nur noch mit Schrecken, muss ich sagen. Ja, das glaube ich. Und es gibt ein Buch, Gefangen in Kabul, da haben sich die Gefangenen selbst zu Wort gemeldet. Und nachdem sie dann frei waren, haben sie dieses Buch geschrieben mit Eberhard Mühlern zusammen. Und ich habe es gelesen und ich habe es gefressen und dachte, Mann, wie haben die das bloß überstanden? Und ich denke, wir können Gott danken, dass er seine Hand darüber gehalten hat die ganze Zeit. Und Sie haben auch eine CD mitgebracht? Ja, es gibt auch eine CD, die... Das sind eigentlich Lieder, die die Frauen, die inhaftiert waren, es waren ja 6 Frauen mit dabei, 2 Männer und 6 Frauen bei den Ausländern. Und die Frauen haben diese Songs selbst geschrieben in der Zeit im Gefängnis. Sie waren es als Ausdruck ihres Glaubens immer gewohnt, Lieder zu singen, zu beten und Lieder zu singen. Und irgendwie entstanden im Gefängnis, durch die Ereignisse natürlich, die wurden auch in Liedern dann verarbeitet, entstanden solche Lobpreislieder, Worship-Songs, deswegen heißt es auch Worship from an Afghan Prison. Mhm. Das hat Ihnen bestimmt geholfen in dieser schweren Zeit. Das hat Ihnen sehr geholfen. Ja. Und wie sind Sie eigentlich selbst zu dieser Arbeit gestoßen? Ja, eigentlich fing das an durch meine langjährige Freundschaft mit dem dortigen Leiter in Kabul, mit dem Georg Taubmann. Mhm. Und den kenne ich schon bald 30 Jahre jetzt und bin eng mit ihm befreundet. Und als er dann nach Pakistan ging zu den afghanischen Flüchtlingen, hat er mich eingeladen, doch auch mal endlich seine Arbeit miterleben zu wollen. Und ich bin dann mal hingeflogen. Und ich muss sagen, die Situation der Flüchtlinge dort, die ging mir also sehr unter die Haut. Als ich dann gesehen habe, wie die Kinder, weil sie mit nichts spielen konnten, weil sie arm waren, unterernährt waren, in den Kloaken dann spielten, wie wir als Kinder im Bach oder im Fluss. Ja. Da ging das so sehr unter die Haut bei mir, dass ich da nicht mehr drüber fertig wurde und einfach in ganz neuer Form und viel intensiver damit einsteigen musste. Mhm. Und ich erinnere mich auch an ein interessantes Erlebnis in Afghanistan. Ich ging dann auch nach Afghanistan rein. Es war eine ganz gefährliche Zeit. Die Russen waren gerade draußen. Es war Mujahedin-Zeit. Und einer von den Mujahedin-Kommandern hat uns eingeladen. Und dieser Commander, der hatte ein Glasauge und ein Holzbein. Dass ich dabei lächle, das liegt einfach daran, der ist auf eine Mine getreten,
die er selbst mal gelegt hatte und vergessen hatte. Und es ist ironisch irgendwo, aber selbst mit Glasauge und Holzbein war er sehr agil und leitete eine große Mujahedin-Gruppe, hatte 400 Leute unter Waffen. Und der hat uns eingeladen, damit wir für die Flüchtlinge, die dann zurückkehrten, in der Zeit kehrten auch schon mal Flüchtlinge wieder zurück nach Afghanistan. Sie hatten aber keine Häuser. Es waren nur ruinierte Dörfer. Mhm. Und als ich dann durch die Dörfer mit diesem Commander gefahren bin und diese vielen zerstörten Häuser gesehen habe, da ging es mir wieder genauso wie in den Flüchtlingslagern. Und als ich dann zu Hause war, ließ mich das einfach nicht mehr los. Und dann musste ich einsteigen in ganz neuer Form. Wir haben dann angefangen, Shelter Now in Deutschland zu etablieren und von hier aus intensiver die Arbeit zu unterstützen. Mhm. Und Sie haben uns auch darüber einen Film mitgebracht, der die Arbeit zeigt, der die Situation dort zeigt, und den wollen wir uns jetzt ansehen. Afghanistan. Mehr als 20 Jahre Krieg, Leid, Zerstörung, Tod. Über 6 Millionen Flüchtlinge verlassen das Land. Für viele bedeutet dies unerträgliche Not, Hunger, Kälte, Durst, Hitze, kein Dach über dem Kopf, nichts zu essen. Bereits in den frühen 80er Jahren beginnt Shelter Now, diesen Flüchtlingen in Pakistan zu helfen. Milch, Nahrung, Wasser werden an Zehntausende Menschen täglich verteilt. In den Suppenküchen bekommen an jedem Tag tausende Familien eine warme Mahlzeit. So werden viele Menschen vor dem Hungertod gerettet. Viele Flüchtlinge, besonders Kinder, sterben in der sommerlichen Hitze in den primitiven Zelten. Shelter Now baut zusammen mit den Flüchtlingen einfache Lehmhäuser. Vielen tausend Familien wurde so das Überleben in den Lagern gesichert. Die Lehmhäuser bieten ihnen außerdem ein Privatleben und damit ein Minimum an Menschenwürde. In den Shelter Now Bäckereien lassen die Flüchtlinge ihren Teig zu Brot backen. Die Flüchtlinge, die in den Lagern in Pakistan versorgt werden, fragen, ob Shelter Now, wenn es je wieder Frieden geben würde, ihnen beim Wiederaufbau ihrer Häuser helfen würde. So entstand die Vision Hope Village, Dörfer der Hoffnung. In gemeinsamer Arbeit mit den Heimkehrern werden Dörfer wieder aufgebaut. Shelter Now baut Fabriken, in denen Afghanen das Dachmaterial für ihre Häuser aus Beton produzieren. Die Heimkehrer bauen ihre Wohnhäuser mit dem Material aus diesen Fabriken. Immer gilt das Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe. Die Dorfbewohner können sich so eine neue Lebensgrundlage aufbauen und sind den Shelter Now-Mitarbeitern sehr dankbar. Brunnen werden gegraben, um die Trinkwasserversorgung zu sichern. Bewässerungsanlagen, Karese genannt, werden wieder instand gesetzt und erweitert, damit Obst, Korn und Gemüse wieder gedeihen können. Schulen werden gebaut, in denen Hunderte von Mädchen und Jungen täglich unterrichtet werden. So wird auch in ländlichen Gebieten nach langer Zeit wieder Bildung ermöglicht. Mit den Ältesten der umliegenden Dörfer werden Gesundheitsprogramme besprochen und von Shelter Now durchgeführt.
Mit diesen und noch vielen weiteren Projekten setzt sich Shelter Now ein, um Afghanistan neue Hoffnung zu geben. Nach dem Betrachten des Filmes drängt sich mir erst die Frage auf, was bedeutet Shelter Now? Wofür steht das? Das Wort Shelter heißt eigentlich Dach oder mehr Schutzdach. Und Now heißt jetzt, Schutzdach jetzt oder auch Obdach jetzt. Das ist, bezeichnet eher die Arbeit, wie wir sie angefangen haben, als wir in den Flüchtlingslagern in Pakistan den Menschen ein Schutzdach, ein Obdach gegeben haben. Aber Shelter wird auch im übertragenen Sinne verstanden als Zuflucht, Zufluchtsstätte. Und wenn ich mir den Film so ansehe, dann stelle ich fest, dass die Arbeit dort eine sehr umfangreiche ist. Woraus besteht sie? Ja, die ist so umfangreich, dass es sicher auch zu weit führen würde, wenn ich jetzt alles erwähne. Die Schwerpunkte waren zu Anfang in den Flüchtlingslagern in Pakistan. Da waren ja ganz viele Flüchtlinge aus Afghanistan nach Pakistan gekommen, Millionen davon, also Schätzungen belaufen sich auf 3,5 Millionen Flüchtlinge, und die mussten versorgt werden. Und wir haben sie versorgt. Wir haben versucht, Zehntausenden bis zu Hunderttausenden von ihnen Trinkwasser, Milch und ein warmes Essen, eine tägliche warme Mahlzeit zu geben. Und mit ihnen gemeinsam haben wir auch einfache Lehmhäuser gebaut, sodass sie auch ein Minimum zum Überleben hatten. Ja, und dann irgendwann kehrten die Flüchtlinge, nachdem die Russen aus Afghanistan weggegangen waren, wieder nach Afghanistan zurück. Und dann war dort unser Schwerpunkt, und ist es eigentlich bis heute, wir bauen Fabriken auf, Betonfabriken. Und in diesen Betonfabriken werden Materialien, hauptsächlich Dachmaterialien, hergestellt. Mhm. Denn es gibt in Afghanistan nahezu keine Bäume mehr. Und die Häuser dort, das sind normalerweise recht einfache Flachdachkonstruktionen. Man braucht Balken, man braucht Stämme, um die Dächer konstruieren zu können. Mhm. Weil die nicht mehr da sind, bieten wir den Afghanen dann eben diese Träger aus Beton. Mhm. Und im Film ist mir aufgefallen, dass es heißt Hilfe zur Selbsthilfe. Was bedeutet das? Was machen Sie da? Und wie leiten Sie die Afghanen dazu an? Ja, wir wollen den Afghanen, den Menschen nicht einfach alles bieten und ihnen alles fertig machen, so dadurch würden wir ja Abhängigkeiten erzeugen, sondern je nachdem, wir haben zum Beispiel die Dachmaterialien früher subventioniert verkauft, sodass sich ein Afghane oder eine afghanische Familie ein Haus bauen konnte für etwa $100. Natürlich waren unsere Kosten höher für die Materialien. Mhm. Wir mussten immer etwas zuschießen, wir wollten es aber auch nicht verschenken. Oder auch Hilfe zur Selbsthilfe bedeutet, die Afghanen, die jetzt zurückkehren, die bauen die Häuser weitgehend selbst auf. Sie haben zum Beispiel noch den Lehm. Die nehmen tatsächlich den Lehm aus den ruinierten Häusern, aus den Bauruinen, die sie jetzt vorfinden, und bauen dadurch die Wände wieder auf. Mhm. Wir geben ihnen Stroh und Wasser dazu, aber sie bauen das selbst. Und dann holen sie von unseren Fabriken das Dachmaterial ab, decken ihre Dächer damit selbst. Wir helfen ihnen, wo wir können. Manchmal helfen sie sich auch selbst. Dann sind wir auch sehr stark darin beschäftigt, die Bewässerungsanlagen wiederherzustellen. Und wir stellen Leute aus den umliegenden Ortschaften ein. Mhm. Die stellen ihre Bewässerungsanlagen selbst wieder her, setzen sie wieder instand, sodass sie wieder Wasser haben für ihre Obstplantagen oder was auch immer sie da als Feldfrüchte anbauen. Und wir bezahlen sie, und sie haben dadurch genug Lohn, sodass sie ihre ganze Familie, oft auch die nicht nur die Kernfamilie, sondern die erweiterte Familie versorgen können. Und sie lehren sie auch, wie sie es machen sollen, und dann können sie es alleine? Eigentlich können die das selbst in den Dörfern. Die können das selbst, die wissen, wie das geht. Und sie brauchen nur von uns das Material zu bekommen. Sie brauchen, müssen das Geld haben natürlich, aber sonst brauchen sie von uns keine Anleitung. Mhm. Wir leiten die Leute höchstens, die bei uns in den Fabriken arbeiten, die leiten wir an, wie man diese Dach
Betonträger herstellt. Und das ist aber ziemlich einfach. Wer schon mal mit Beton was gemacht hat, der weiß, das ist alles ziemlich einfach. Und da haben wir meistens so 70, 80 bis zu 200 Leuten beschäftigt in den Fabriken. Das wollte ich gerade fragen, wie viele Mitarbeiter Sie haben, nicht nur in den Fabriken, sondern auch sonst. Wie groß ist Ihr Stamm? Ja, da sind einmal die ausländischen Mitarbeiter, die aus Deutschland, Amerika, Südafrika, Holland oder wo sonst auch herkommen, Südamerika auch. Das sind so rund 15 derzeit in Kabul. Mhm. Und dann haben wir noch ein etwas kleineres Team auch in Pakistan, in Peshawar. Und dazu kommen natürlich die afghanischen Angestellten. Mhm. Und da die Projekte größtenteils in afghanischer Hand sind, stellen wir eben die Ingenieure bis hinab zu den Hilfsarbeitern und Wächtern selbst ein. Und das richtet sich dann nach den Projekten, wie viele das sind. Meistens haben wir so 70 bis 80 Festangestellte, die wir für lange Zeit, schon jahrelang angestellt haben. Und mitunter, wenn es um diese Bewässerungsprojekte zum Beispiel geht, die ich erwähnt habe, da hatten wir auch schon mal fast 2000 Afghanen in Lohn und Brot. Mhm. Und ist es Ihre Tätigkeit nur rund um Kabul oder sind Sie auch woanders in Afghanistan tätig? Wir haben eigentlich angefangen in der Region um Khost. Khost ist ja jetzt so sehr stark in den Medien, weil die Kämpfe da sind, ja, weil da auch die Taliban sich verschanzt haben und Al-Qaidas. Das war unser erster Stützpunkt. Da haben wir auch immer noch eine Fabrik. Mhm. Und wir sind bei weitem nicht nur in Kabul, wir sind in Helmand, in Sormat, wir sind auch in Kandahar und in Herat haben wir auch schon Projekte durchgeführt. Also wir sind in fast ganz Afghanistan, im Moment nur noch nicht ganz im Norden. So sind Sie also auch in ganz Afghanistan bekannt, würde ich sagen. Das schon vor Deutschland, da waren wir schon immer bekannt, ja, schon, ne? Seit unserer Arbeit angefangen hat. Ja. Und wie finanzieren Sie diese sehr umfangreiche Arbeit? Das richtet sich auch nach den Projekten. Wir haben einen gewissen Stamm von privaten Unterstützern, die das Minimum aufrechterhalten. Das brauchen wir einfach, sonst können wir gar nicht weitermachen. Manchmal richten wir auch zum Beispiel Anträge an Regierungen, wie an die Bundesregierung, die uns hier und da auch in größeren Projekten umfangreich unterstützt hat. Mhm. WFP, das ist diese UN-Welternährungsorganisation, hat uns schon immer wieder sehr vielfältig unterstützt. Andere UN-Organisationen, aber auch Agencies wie Caritas, Kindernothilfe und diverse andere auch. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, und das wird auch, darauf wird auch oft zugegriffen, in manchen Kirchengemeinden gibt es irgendwelche Aktionen, von denen wir dann hören. Manchmal werde ich dazu eingeladen und kann über die Arbeit berichten. Und dann wird da auch gesammelt für die Arbeit. Ja, Sie haben mir auch vorhin erzählt, dass Sie auch, als Sie noch Lehrer waren, mit Ihrer Schulklasse eine Aktion gemacht haben und dass sogar die Kinder gesammelt haben. Ja, das war eigentlich eine ganz witzige Sache. Die Kinder, ich kam direkt aus Afghanistan. Ich war immer in den Ferien natürlich nur in Afghanistan. Da kam ich direkt zurück, war wieder betroffen von irgendeiner Notsituation. Ja. Und die Kinder werden das wohl gespürt haben. Und dann haben die das sofort aufgegriffen und haben gesagt, da müssen wir doch irgendwo was machen. Mhm. Und dann ist das mit den Kindern gekommen. Die haben eine Frühstücksaktion gemacht für Afghanistan und haben Frühstück verkauft. Und in Afghanistan ist dann dafür Geld reingekommen. Ja, schön. Ich möchte noch mal auf den Anfang unseres Gespräches zurückkommen. Als die Geiselnahme Ihrer Mitarbeiter hier bekannt geworden ist, da kannte man Ihre Arbeit ja noch nicht. Und mussten da nicht viele an die bibelschwingenden Missionare denken, die ja selbst Schuld an ihrer Inhaftierung hatten? Ich weiß, das wurde mir oft angetragen, diese Vorstellung. Aber einfach die Tatsache, dass wir dort schon jetzt über 20 Jahre arbeiten, widerspricht dem von selbst. Ja. So etwas, wenn man so etwas machen würde, würde man das vielleicht 5 Minuten machen und dann wäre man draußen aus dem Land oder auch gleich im Gefängnis. Ja. Aber wir sind eben schon sehr lange da und wir wissen, wie man sich in der Kultur dort verhält. Unsere Leute, die da arbeiten, die müssen alle die Sprache lernen, eine von den Hauptsprachen, müssen die Kultur lernen, müssen wissen, wie man sich in der Kultur benehmen kann und wie nicht. Natürlich sind wir Christen, das sind wir, sind auch mit dieser Motivation hingegangen, den Ärmsten der Armen zu helfen. Das ist eine christliche Motivation eigentlich. Genau. Und dass man über Religion spricht, das ist dort in dem Land ganz normal. Man spricht immer wieder über Religion. Mhm. Und die sind interessiert an dem, was man glaubt. Ja,
sodass sie da also auch immer wieder von Jesus erzählen können und die erzählen von Allah. Genau, man tauscht sich aus über das, was man glaubt und Das ist dort hoch angesehen. Mhm. Vielen Dank, Herr Stolte. Wir haben auch noch einen Film, der die Arbeit hier in Deutschland zeigt, in Ihrem Büro in Braunschweig. Und das wollen wir uns jetzt ansehen. Shelter ist ein internationales Hilfswerk mit Hauptsitz in Deutschland. Die Organisation leistet seit über 20 Jahren Hilfe für Arme und Notleidende, insbesondere durch Hilfsprojekte technischer, medizinischer und humanitärer Art in Pakistan und in Afghanistan. Die logistische und finanzielle Absicherung der Arbeit der Teams vor Ort erfordert einen beträchtlichen personellen und verwaltungstechnischen Aufwand in der Zentrale in Braunschweig. Alle Mitarbeiter des Vereins sind überwiegend ehrenamtlich tätig und investieren viel Freizeit in diese Arbeit. Ob es das Herrichten des Infostandes für eine Veranstaltung ist, bei der alle mit anfassen, oder die tägliche Büroroutine. Alle handeln als gläubige Christen aus den Motiven der Nächstenliebe heraus. Ob private Spender, öffentliche Mittel der UN, der deutschen oder amerikanischen Regierung, hier beim Vorsitzenden der Organisation laufen alle Fäden zusammen. Das Sekretariat ist eine wichtige Schaltstelle in der Organisation. Hier wird alles koordiniert, Termine werden geplant, Informationen weitergegeben und die zahlreichen Gäste werden fürsorglich in Empfang genommen. Ein liebes Wort und ein guter Kaffee ist hier immer zu holen. Buchhaltung ist ein sehr wichtiger Teil der Arbeit, denn alle finanziellen Bewegungen müssen auch später lückenlos nachvollziehbar sein. Die regelmäßige Kontrolle durch einen Wirtschaftsprüfer gewährleistet Transparenz bei den Shelterfinanzen. Lilian Urso sorgt bei Shelter seit vielen Jahren dafür, dass sich das Hilfswerk in der Öffentlichkeit optimal darstellen kann. Sie ist verantwortlich für die Präsentation mit dem Infostand, verwaltet und pflegt das riesige Fotoarchiv, damit das Shelter-Motto allen in Erinnerung bleibt. Hoffnung für Afghanistan. Vielen Dank, Herr Stolte. Es war sehr informativ. Ich bin froh, dass Sie hier gewesen sind und dass ich Sie kennengelernt habe, denn ich habe ja sehr viel von den Shelter-Leuten mitbekommen. Ja, danke schön. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihrer Arbeit und besonders Ihren Mitarbeitern in Afghanistan Gottes Schutz, Gottes Bewahrung und Gottes Segen für Sie und Ihre Arbeit. Ich werde es ausrichten. Danke. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, das war Podium. Ich verabschiede mich und ich hoffe, Sie sind das nächste Mal wieder dabei. Auf Wiedersehen.